Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist wieder Kakerlaken-Party-Tag, unser Hörspiel. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Anrufe aus der gesamten Woche, nur eben ohne mein Gequatsche dazwischen, als Hörspiel zum Nebenbeihören. Ich wünsche euch viel Spaß mit der kleinen Zusammenfassung Kakerlaken-Party. Guten Tag, Schneider vom Chef von Bitcoin. Die Zeit heute Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Ich darf fragen, haben Sie ein bisschen Erfahrung mit Kryptowährung? Nee, gar nicht. Okay. Das dauert nur 3-4 Minuten und ich schicke Sie eine E-Mail. Das ist ein automatisches Handlungssystem mit Kryptowährung, okay? Aber Sie würden auch die Unterstützung von einem Berater, von einem Broker, wenn Sie steigen ein, okay? Minimum zum Einsteigen ist 500 Euro durch eine Banküberweisung und mit einem Kreditcard, aber Sie kriegen gleichzeitig einen Bonus von uns. Okay? Ich schicke Sie eine E-Mail. Haben Sie die Möglichkeit, meine E-Mail zu anschauen? Ja, habe ich Möglichkeit zu anschauen. Gucken E-Mail. Yeah. Okay, das ist Sean at Steinfeger 123 MDC von Deutschland. Das ist richtig? Nee. Ich habe die E-Mail hier. Das klingt falsch. Sind Sie schon Steinfeger? Ja, schon Steinfeger. Okay. Denn ich habe die E-Mail hier. Sean-Steinfeger. Ja. 123. Ja. 123. Nein, nur einmal 123. Ja, und dann die Internet zeigen at MDCCFUN Deutschland. Ist das richtig? Nee, mdccfun.de. Ja, de. Okay, gut. Dann ich schicke jetzt ein E-Mail. Ja. Okay. Nur für unsere Statistiker kann ich da fragen, das ist nur Statistiker, was machen Sie beruflich? Beruflich? Fragen? Ja, da dürfen Sie nachfragen. Ja. Beruflich, da bin ich Haferflockenspalter. Was ist das genau für eine Beruf, eine Arbeit? Na, da spalte ich Haferflocken. Okay. Ja. Okay, und wie alt sind Sie? 29. 29? Jo. Okay, und die letzte Frage. Verheiratet, ledig oder geschieden? Nee. Ledig. Single. Ledig? Ja, okay. Sie kriegen ein regelmäßiges Gehalt? Ein was? Sie kriegen ein regelmäßiges Gehalt? Ja. Ja? Ja. Okay. Weil ich habe nicht verstanden, was ist das für eine eigene Arbeit? Und wir müssen das 100% sichern, die ganze Einzahlung. Was ist das? In welchem Bereich? Na, im Bereich Haferflocken. Haferflocken. Ja. Aber was machen Sie genau? Na, die Haferflocken spalten. Okay. Wenn Sie steigen ein, was wird besser für Sie? Eine Banküberweisung oder mit einem Kreditcard? Na, wenn ich irgendwo einsteige, dann schnalle ich mich als erstes an. Okay, aber wird besser für Sie eine Banküberweisung oder ein Kreditcard zu einzahlen? Ach so, das ist mir gleich. Okay, was ist besser für Sie? Was ist lieber für Sie? Das ist mir gleich. Ich muss so von einer E-Mail schreiben. Gleich? Ja. Wenn ich schicke Sie die ein Kreditcard-Link, ist das in Ordnung? Ja. Okay. Und können Sie mit 500 Euro einsteigen? So viel? Ja, das ist die Minimum. Wir haben alle die 250 alles ausverkauft. So. Nur mit 500 Euro. Aber Sie kriegen noch 500 Euro Bonus. Ja. Okay. Ja. Was sagen Sie? Interessant. Was bedeutet interessant? Na, positiv. Entschuldigung? Positiv. Wissen Sie was? Ich schicke Sie eine E-Mail. Mach die Entscheidung, denn Sie würden einsteigen, okay? Und dann Sie können eine E-Mail zu mir schicken. Ja. Okay, aber und wie klingt, ist das mit Sie dem? Keine, also klingt das? Und wie funktioniert das klingt, mit dem Roboter? Sie haben kein Interesse. Das läuft automatisch mit dem Roboter, okay? Plus Sie kriegen die Unterstützung von meinem Berater. Okay, ich schicke Sie jetzt eine E-Mail. Und wie macht man Moment, das denn? Bitte. Moment, Sie müssen das kriegen jetzt. Moment bitte. Und auch ein Sicherheitscode. Moment bitte. Moment. Okay, ich
habe das geschickt. Also, Sie haben eine E-Mail rausgeschickt? Ja, ja, ich habe das jetzt rausgeschickt. Ja, dann gucke ich da mal nach. Guck das nach. Wenn Sie haben Interesse, schreibt mir eine kurze E-Mail und ich rufe Sie nochmal an, okay? Ist aber noch nichts gekommen. Es muss kommen jetzt. Warte. Steht oben, Welcome by Dexacoin. Philipp Schneider. Nee, ist noch nicht da. Es muss da sein. In 2 Minuten. Vielleicht, das dauert ein paar Minuten. Und wie funktioniert es denn mit dem Roboter? Okay, wenn Sie zahlen ein durch eine Banküberweisung, ich brauche die Bestätigung zu meiner E-Mail. Ich schicke Sie die Zugangsdaten plus die Quittung. Okay? Ja. Okay, und dann, wir machen einen Termin mit dem Broker, aber das läuft automatisch. Also geht das von allein? Ja. Ja. Ah, okay. Und, Haben Sie meine E-Mail bekommen? Nee, ist noch nicht da. Guckst du vielleicht in Spam? Guck ich mal rein, Moment. Ja. Sind Sie da? Ich bin da, ja. Ja, haben Sie da eine E-Mail bekommen? Nee. Kann nicht sein. Das ist aber noch nicht da. Moment, ich schick das nochmal. Ja. Das E-Mail bekommen? Ich gucke nochmal, haben Sie schon nochmal verschickt? Ja. Dann gucke ich gleich nochmal, Moment. Nee, ist noch nicht da. Komisch. Vielleicht ist es in Spam? Dann gucke ich da nochmal, Moment. Nee, also im Spam ist auch nichts. Ich habe keine Fehleranmeldung gekriegt. Ich habe 2 E-Mails geschickt. Die erste E-Mail ist von Welcome by Dexacoin. Ich habe die zweite E-Mail als Test geschickt. Ja, ist aber noch nichts angekommen. Vielleicht haben Sie irgendwas, weiß ich nicht, müssen Sie da irgendwas anders machen vielleicht? Die E-Mail lautet Sean-steigenfähiger123@ was heißt MDCCFUN? Na, das ist von meinem Internetanbieter eine Adresse. Der hat mir die gemacht. Vielleicht das dauert ein bisschen, aber ich habe keine Fehleranmeldung gekriegt. Wissen Sie was? Wenn Sie kriegen das, dann schick mir eine E-Mail, überlegen das und dann ich rufe Sie nochmal an. Brauchen wir die E-Mail oder können wir das nicht auch ohne machen? Sie müssen die E-Mail durchlesen, dass Sie haben Interesse. Und wenn Sie müssen die Entscheidung machen, machen Sie das durch eine Banküberweisung oder mit einem Kreditcard. Na, aber wenn das per E-Mail nicht geht, dann können Sie mir das ja vielleicht auch einfach vorlesen, was da drin steht. Ja, aber ich brauche die Ausweis von Sie, oh, die beide Seiten den Ausweis und auch eine Adressbestätigung. Wir müssen mit den E-Mail arbeiten. Ach so. Das geht nicht anders. Ja, oder Sie schicken mir ein Fax. Geh nicht mit dem Fax. Ich kann Sie auch meine E-Mail buchstabieren. Ja, können wir machen. Okay, mein Name ist Philipp. Moment. Der erste Name ist Philipp. So, dann klicke ich mal auf Schreiben. So, jetzt müssen Sie buchstabieren. Okay, Philipp P. P für Philipp. Der erste P. Ja, ein P, Okay, P, H for Hauser. Was ist denn das? H for Hilda. Was? Hilda, die erste Name. Hilda, H. Keine Ahnung, was ist das? Philipp, mein Name ist Philipp. P-H-I-D-A-L-L-I-P. Aber was ist H für ein Buchstabe? Das H für Hilda. Verstehe ich nicht. Die erste Name ist Philipp. Philipp. Also ein P und ein F. Nein. Moment. Ja. Moment, wenn ich erkläre das mit dem Buch. Natürlich. Ha. Heinrich. Ach, H für Heinrich. Ein Heinrich. Moment, da muss ich jetzt wieder zum Computer zurück. Moment. Also ein P und ein H, ja.
I für Ida. Ein was? Ein Ei? Also ein E. I für E für Ida. Ein E, okay. Mhm. T-H-E. Okay. Hm. Zweimal Ludwig. L. Ludwig. Also zweimal L, ja. Okay. Nochmal I für Ida. Wir haben ja erst ein I. Ja. Hm. Und P für Peter. Ja, also P, zwei, Slip. Nein. P, H, für Hydre, für Also ich habe jetzt P, H, E, 2, X, L, I, P. Ja, Philipp, Philipp. Also P, H, E, 2, X, L, I, P. Nicht X. Zweimal Ludwig. L für Ludwig. Na, habe ich ja geschrieben. Zweimal L. Ja. Hm? Das heißt Philipp. Philipp. Nee, das heißt es bei mir hier nicht. Hier ist P, 2, Clip. P für Peter. H für Heinrich. Also ein P. I für Ida. Moment. Also als erstes ein P. So. Dann kommt ein E. Ja? E. H für Heinrich. Heinrich. Also der ganze Name Heinrich. Nein, nicht der ganze Name. Philipp. Also wissen Sie was? Haben Sie meine E-Mail bekommen? Nee. Guck das an. Nee. Und das ist so schwierig. Ist noch nicht da. Das kann sein, dass es gibt einen Fehler mit dem E-Mail. Philipp. P für Peter. H für Heinrich. I für Ida. L für Ludwig. Nochmal L für Ludwig. I für Ida. P für Peter. Also P und... Philipp. P-E-L-I-P. Philipp. Ja. Philipp, ja. Also ich habe jetzt P-E-L-I-P. P-H. Heinrich. Philipp. Ich verstehe das H nicht. Das ist für mich ein E. Heinrich. Wissen Sie, was Heinrich ist? Ein Name. Ja, Name. Heinrich. Also heißen Sie Philipp Heinrich? Nein. Lass das so. Lass das. Sie sind unseriös. Was? Wieso bin ich unseriös? Sie können doch nicht mal buchstabieren. Hallo, spreche ich mit Gustav? Ja. Sie haben sich bei uns eingetragen bezüglich eines Online-Investments. Ja, können Sie mich da nochmal in 5 Minuten anrufen? Hast du es Ihnen jetzt nicht? Nee. Alles gleich. Ja, bis gleich. Hallo, spreche ich mit Gustav Lausebengel? Ja. Ich sollte Sie in 5 Minuten wieder anrufen. Ja. Sie, mit Ihnen habe ich doch heute schon mal telefoniert. Aber unter einem anderen Namen, kann das nicht sein? Nee. Sind Sie sich da sicher? Ich habe heute noch gar nicht telefoniert. Außer mit Ihnen vorhin. Ah, sehen Sie? Wie war denn der mich so beleidigt hat? Nee. Sie haben ja gerade gesagt, außer mit Ihnen vorhin. Na, gerade eben vor 5 Minuten. Das gebe ich mir nicht nochmal. Schönen Tag noch. Was denn? Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, mein Name ist Greenline. Ich bin die Vorgesetzte von der Sarah. Sie haben vorher einfach aufgelegt. Nee. Was ist denn das ein bisschen, also bitte für ein Benehmen, wenn ich fragen darf? Ich habe nicht aufgelegt. Sie haben nicht aufgelegt? Nein. Okay. Also, Sie haben sich bei uns eingetragen bezüglich dem Handel mit diversen Finanzprodukten. Was hat denn Ihr Interesse daran geweckt, wenn ich fragen darf? Ich wollte da Geld verdienen. Verstehe, da würde ich Sie gerne unterstützen dabei. Haben Sie dann kurz die Gelegenheit, ins Internet zu gelangen? Hab ich, mache ja, geht ja. Hm. Wie bitte, Entschuldigung? Geht ja. Perfekt, so. Wie würden Sie denn Ihr Guthaben gerne aufladen? Mit Kreditkarte oder Online-Banking? Was wäre Ihnen denn lieber? Was ist denn da besser? Wo bekommen denn da mehr Provision? Naja, also wir befinden uns auf dem Finanzmarkt. Dementsprechend sind Risiken auch vorhanden. Das müsste Ihnen eigentlich auch bewusst sein. Dementsprechend kann ich Ihnen keine Versprechungen abgeben. Ich bin schlussendlich keine Hellseherin. Ich kann nicht in die Zukunft gucken und sagen, ja, das wird passieren. Somit werden Sie hier Millionär. Mit 250 Euro wird das auf jeden Fall nicht der Fall sein. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Genau. Haben Sie denn schon Erfahrung? Nee. Verstehe. Ja, also was wäre Ihnen denn lieber? Online-Banking oder Kreditkarte? Sie können das ja unverbindlich ausprobieren.
Na, dann nehme ich da so eine Kreditkarte. Kreditkarte, okay, perfekt. Dann würde ich Ihnen direkt eine E-Mail zukommen lassen. Bleiben Sie ganz kurz dran. So, also, Ihre E-Mail lautet gustav.lausebengel@googlemail.com, richtig? Ja. Genau, haben Sie denn eine E-Mail von mir erhalten, also von der Sarah? Ich gucke mal, Moment. Muss ich mich erstmal einloggen? Okay, keine Hektik, ich nehme mir gerne die Zeit. So, bin ich erstmal drin, so, dann mal gucken, was hier alles Neues gekommen ist. Wie bitte, Entschuldigung, könnten Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich sage, ich bin jetzt drin, jetzt muss ich mal gucken, was da so alles Neues gekommen ist. Genau, also, da Sie meine E-Mail-Adresse ja noch nicht kennen, kann das natürlich auch vorkommen, dass es unter Spam aufzufinden ist. Ach so? Dann gucke ich da mal, aber ich habe da noch gar keine E-Mail bekommen. So, vorab. Also, wir bräuchten so oder so noch einen kleinen Kundenfragebogen zu machen. Der wird zugestellt von der Finanzaufsichtsbehörde aus folgendem Grund. Geldwäsche. Wenn Sie zum Beispiel angeben würden, Sie wären arbeitslos und am nächsten Tag zahlen Sie 100.000 Euro ein, da würden wir uns natürlich wundern, woher diese Gelder stammen. Nur aus diesem Grund besteht dieser Kundenfragebogen. Wichtig für Sie, hat keinen zukünftigen Einfluss auf Ihr Handeln. So, dann würde ich direkt mit der ersten Frage anfangen. Wie jung sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 29. 29, perfekt. So, dann, bei welcher Bank sind Sie denn? Da bin ich bei der Volkskasse. Volkskasse, okay. Wenn ich mich richtig entsinne, haben Sie eine Kreditkarte. Ist das eine Master- oder eine Visa-Karte? Muss ich mal gucken. Muss ich erstmal meinen Geldbeutel suchen. So, ich glaube, das ist so eine Visa-Karte, da steht Visa drauf. Okay, das steht drauf, perfekt. Ich habe gerade nachgeguckt, die Bank gibt es gar nicht. Also es wäre schon von Vorteil, wenn Sie ehrlich mit mir wären. Bin ich doch. Naja, Volkskasse gibt es als Bank nicht. Ach so. Also wenn, dann Volksbank. Ja, genau. Okay. Dann, also eine Visa-Karte haben Sie, wenn ich mich richtig entsinne. So. Dann, Ihr jährliches Einkommen, wie sieht's denn da aus? Prima Daumen, so in etwa. Wie viel verdienen Sie jährlich? Also so, nur so ungefähr, also so ganz 100% habe ich es nicht im Kopf, weil das immer ein kleines bisschen unterschiedlich ist. Aber so ungefähr bin ich so bei 59.000. 59.000, okay, dann würde ich das direkt so vermengen. So viel Geld habe ich nicht. Erwerbstätig. Was? Hallo? Wo sind Sie erwerbstätig, wenn ich fragen darf? Wie meinen Sie das? Naja, was Sie als Beruf erübt haben. Also Sie meinen, was ich jetzt als Beruf mache? Genau. Ja, jetzt aktuell bin ich da in der Industrie. In der Industrie, in welchem Bereich genau? Fischstäbchen. Fischstäbchen. Okay. So, ledig oder verheiratet, wie sieht's da aus? Nee. Da sieht es ganz düster aus. Okay, verstehe. So, dann Erfahrung, wenn ich mich recht entsinne, haben Sie ja keine in diesem Gebiet. Also Sie haben auch keine diversen Anlagen, wie zum Beispiel Aktien oder haben Sie Kryptowährungen erwirtschaftet oder haben Sie Immobilien? Nee. Okay. Dann Ihre Englischkenntnis von 1 bis 10. Wie würden Sie sich denn da einschätzen?
Minus 10.000. Okay, verstehe. Dann wird das so vermerkt. Ganz kleiner Augenblick. Mhm. So. Dann, da wir ja reguliert und lizenziert sind von einer Finanzaufsichtsbehörde, haben wir auch die gleichen Richtlinien wie eine übliche Bank. Dementsprechend bräuchten wir jetzt noch zwei Dokumente ihrerseits. Einerseits Personalausweis, Reisepass oder Führerschein, je nachdem, was Sie gerade griffbereit haben. Mhm. Und dann einen Wohnsitznachweis. Damit ist eine Rechnung gemeint, die Sie monatlich kriegen oder ein Schreiben. Zum Beispiel Strom, Wasser, Internet, Telefon, sonst dergleichen. Da wir ein europäisches Unternehmen sind, muss Ihr Wohnsitz natürlich auch im europäischen Raum auffindbar sein. Ach so, aber wenn ich da gar keine Rechnung kriege? Auch nicht per E-Mail oder sonst dergleichen. Nee. Ein Kontoauszug, den Sie sich ausdrucken könnten. Nee, das bezahle ich ja alles nicht selber. Das bezahlen Sie nicht selber. Mhm. Irgendwas von der Krankenkasse vielleicht, was in Ihrem Namen ist. Ja, das kann sein. Das ist eine gute Idee. Perfekt, genau. Suchen Sie das mal auf. Ach so, aber ich habe da jetzt nichts schriftlich. Also müsste ich mal gucken. Ich habe höchstens den Vertrag, aber ich kriege da keine Rechnung oder so. Welchen Vertrag, wenn ich fragen darf? Na, von der Krankenkasse, wo ich das abgeschlossen habe irgendwann. In der Krankenkasse. Okay, ganz kleiner Augenblick. Okay, also, genau, das Dokument muss aus dem letzten halben Jahr stammen, also so offiziell wie möglich. Das ist natürlich wesentlich, ja? So, aber der Vertrag ist schon viel älter. Okay, schwierig. Hätten Sie irgendwas von der Versicherung oder Telefonrechnung, sonst dergleichen, etwas von der Bank? Nee, den Anschluss, der gehört meiner Mutti. Ihrer Mutter. Mhm. Okay. Suchen Sie am besten irgendwas von der Krankenkasse. Da muss doch irgendwas noch sein. Nee, da kriege ich das nicht. Da kriege ich keine Rechnung so geschickt. Okay, wenn Sie Ihre Mutter mal ganz kurz fragen würden. Nee, die ist ja gerade nicht da. Verstehe, okay. Naja, also den Personalausweis könnten Sie mir ja schon mal zukommen lassen in der Zwischenzeit. Oder haben Sie da einen Reisepass oder Führerschein zur Hand? Den Personalausweis, den kann ich machen, ja. Perfekt. Vor der Unrückseite bitte mir einmal per E-Mail zukommen lassen. Ganz kleinen Augenblick, ich schicke Ihnen nochmal eine E-Mail zu. Mit viel Glück kommt sie dann auch an. Sind Sie denn jetzt am Computer oder via Handy zugange? Nee, ich bin gerade nicht am Computer. Soll ich da hingehen? Ganz sicher, dass Ihre E-Mail Gustav von glausebengel@googlemail.com lautet? Ja. Zu 100%? Ja. Naja, also meine E-Mail geht nicht durch, da nee. Die E-Mail nicht existiert. Ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse angeben würde, ja. Könnten Sie mir eine E-Mail zukommen lassen, richtig? Das kann ich machen, ja. Perfekt. Einmal an die Sarah. Moment, da muss ich doch erst wieder an den Computer. Moment. Das muss ich erstmal an den Computer gehen. Ich mal einen Computer jetzt. Perfekt. So, dann schreiben Sie sich mal bitte Sarah auf. S wie Siegfried, A wie Anton, R wie Rebecca, A wie Anton nochmal und ein H wie Heinz. Moment. So. Also Sarah. Punkt B wie Walter. Ja. @greenlinepro.net. So. Dann
können Sie direkt den Personalausweis einmal anhängen, Vorder- und Rückseite. Ach so, da muss ich ja erstmal denn ein Foto von dem Personalausweis haben. Genau, das wäre von Vorteil. Ach so, das muss ich dann erst machen. Okay, ich bleib so lange in der Leitung. Geben Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind, ja? Ja, ich muss erst mal überlegen, wie ich das auf den Computer kriege. Sie können das ja auch über Ihr Handy verfassen. Gar kein Problem. Ja, aber da weiß ich nicht, wie ich das auf den Computer senden kann. Bräuchten Sie ja gar nicht. Haben Sie keinen Zugriff auf Ihre E-Mails über Ihr Handy? Nö, das habe ich nicht hingekriegt. Okay, verstehe. Vielleicht etwas zum Einscannen? Nee. Ach, Sie meinen so einen Drucker mit so einem Scan-Ding? Nee, das habe ich nicht. Okay, haben Sie Facebook? Facebook? Ja. Nee, da bin ich nicht angemeldet. Sonst jegliche sozialen Medien? Bei Telegram bin ich. Kleiner Augenblick. Okay. Naja, schwierig. Können Sie vielleicht Ihr Handy mit Ihrem Computer verbinden? Wäre das eine Möglichkeit? Muss ich zum Kabel mal gucken. Genau, probieren Sie es mal. Ja, ich guck mal nach dem Kabel. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Kabel gefunden. Perfekt. Muss ich mal probieren gucken. Sie das mal. Ich guck mal, ob es passt. Nee, das ist so ein großes, so ein großer kleiner Stecker, der passt nicht. Also das muss doch ein USB-Sticker dran sein. Ja, da habe ich den falschen gerade gesucht. Müssen wir mal gucken, weil da gibt es ja so große und kleine Stecker und da habe ich so einen großen von dem kleinen Stecker. Okay, gucken Sie nochmal nach. Muss ich nochmal in der Kiste gucken. So, ich glaube, der passt. Da habe ich was jetzt gefunden. Es ist ein kleinerer. Dann gehe ich mal beim Telefon gucken, ob der da reinpasst. Hallo, Sebringer? Ja? Ich rufe Sie in 10 Minuten nochmal an. Ist das in Ordnung? Okay. In der Zwischenzeit können Sie das schon mal nachgucken. Okay, super. Ich danke Ihnen. Bis gleich. Ja. Ich grüße Sie, Mr. Stein. Spreche ich mit Herrn Steinfeger? Mhm. Oder sprechen Sie Deutsch oder Englisch? Ja. Deutsch? Ja. Herr Steinfeger, mein Name ist Thomas Nord. Ich habe mich gerade gemeldet von FX Frankfurter. Sie haben eine Anmeldung bei unserem Unternehmen gemacht. Ich bin der Experte und deswegen habe ich bei Ihnen angemeldet, Herr Steinfeger. Mhm. Meine Frage an Sie ist, haben Sie schon früher gehandelt an Trading Online oder ist das das erste Mal, dass Sie eine Anmeldung machen? Nee, das ist das erste Mal. Das erste Mal. Okay, super. Haben Sie 5 Minuten Zeit, dass ich Ihnen erkläre, was wir Ihnen anbieten als Unternehmen, Herr Steinfeger? Mhm. Perfekt. Herr Steinfeger, wir sind einer der größten Unternehmen heutzutage in Frankfurt am Main und in Berlin auch. Wir sind bei der Prinzessinstraße und wir arbeiten mit verschiedenen Möglichkeiten im Handel. Wir garantieren an unsere Kunden eine Experte. Das bedeutet, dass ich für Sie die Arbeit machen kann. Weil, da Sie eine Kunde sind ohne Erfahrung, möchten wir gerne, dass der Kunde keine Verluste macht an Trading. Sondern wir werden für Sie einen Rendite erreichen im Monat Richtung 13-15%. Und unsere Arbeit, was wir für Sie machen, werden Sie jederzeit auf Ihr Computer beobachten, Herr Steinfeger. Wir sind immer konzentriert für eine Arbeit mit langfristig. Wir handeln mit Bitcoin, mit Kryptowährungen sozusagen, mit Ethereum und verschiedene Währungen, was in Krypto geht. Wir machen das mit Aktien, wir handeln mit Forex, wir machen mit Rohstoffe und mit jeder einzigen Möglichkeit, was an den Markt heute zur Verfügung gestellt wird, Herr Steinfeger. Haben Sie 5 Minuten Zeit, vor dem Rechner zu setzen, Herr Steinfeger, dass ich Ihnen auch unsere Firma besser zeigen kann?
Ja. In welche Straße genau sind Sie in Berlin? Wir sind bei der Prinzessinnenstraße in Berlin-Kreuzberg. Prinzessinnen oder Prinzessin? Prinzessin, ich kann Ihnen auch das sagen. Haben Sie was zum Schreiben? Ja. Was zu notieren, damit ich genau... Und die Hausnummer? Die Straße... Wie bitte? Hausnummer? Genau, das sage ich Ihnen sofort. Also, wir sind bei Prinzessinnenstraße 1920. Postleitzahl. So, und dann die Hausnummer? Haus 1920. So, Prinzessinnenstraße in Berlin. Postleitzahl brauchen wir nicht. 10969. Genau. Wir haben auch eine Umsatzsteuer-ID-Nummer und auf jeden Fall gerne können Sie unsere Handelsregisternummer auch haben, damit Sie jederzeit bei uns auch, oder bevor Sie auch das Konto eröffnen, können Sie anschauen. Wir können Ihnen das gerne auch zeigen. Ist kein Problem. Und somit, durch diese ganze Möglichkeiten, was wir an die Kundschaften auch anbieten, geben wir die Möglichkeit, wie wir auch sagen, erstmal, dass der Kunde ansieht, wie wir das Geschäft machen. Wir werden eine Probephase erstmal starten, wie Sie auf den Werbungen auch gesehen haben, die Anmeldung mit 250 Euro auch zu machen. Diese 250 Euro sind erstmal, dass der Kunde eine Probephase macht Richtung 2 bis 3 Wochen mit uns. Sie sehen damit, wie wir es machen, wie wir es schaffen, Einzahlung, Auszahlung, wie schnell das funktioniert, weil wir funktionieren auch als Bank. Und das bedeutet, der Kunde auf jeden Fall kann jederzeit die Einlage, Auslage durch seinen Entscheidungen immer auch machen. Auf jeden Fall nicht die Arbeit kaputt zu machen, weil wir sind hier nach vorne zu gehen und das Konto immer aufzusteigen. Ah. Genau. Wenn Sie einverstanden sind, könnte ich Ihnen, wenn Sie am Rechner wären erstmal, kann ich Ihnen gerne unsere Firma detaillierter zeigen. Sie werden den Handelsplattform auf Ihrem Rechner haben. Egal wo Sie sind, können Sie jederzeit die Arbeit anschauen, bei sich selber. Das, was ich für Sie leiste am besten. Genau. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Konto mit 250 Euro eröffnen? Mal gucken, wie heißt denn die Webseite? Die Webseite waren Sie gerade da, bei der fxfrankfurter.io. Nee, ich war da gerade nicht. Waren Sie gerade nicht? Nee. Okay, sind Sie am Rechner, ist die Frage, Herr Steinfeger? Ja, also FX findet mein Rechner schon mal nix. Da war ich noch nie auf der Seite. Also, wenn Sie am Rechner wären, kann ich Ihnen gerne nochmal... Ja, sagen Sie mal die Domain. Also, unsere Seite lautet, ich buchstabiere. Ja. Haben Sie was zum Schreiben? Ja. Sind Sie dabei? F wie Friedrich, X wie Xantippe. Friedrich Richard. Anton Notpol. Kaufmann Friedrich Ulrich. Richard Theodor Emil Richard. .io. Warum haben Sie aus Deutschland eine .io Domain? Das ist International Organization. Ja. Wir sind zuständig für den ganzen Europäischen Union und wir sind ein internationales Unternehmen. Ja, aber bei der Webseite habe ich mich nicht angemeldet. Das ist in der Webseite, wo Sie gerade die Werbung gesehen. Wir machen die Werbung, Sie geben Ihr Daten und... Ja, aber da habe ich ja gestern schon mit da habe ich ja gestern schon mit 20 anderen Leuten telefoniert, die da angerufen haben auf die Werbung. Sind Sie gestern angemeldet und heute wieder? Nee, ich habe mich nur einmal angemeldet und Sie sind jetzt der 21. der anruft. Und Sie haben aber heute sich nochmal gemeldet? Nee. Vor ein paar Minuten? Also nein, vor ein paar Minuten habt ihr... Vor ein paar Minuten habt ihr höchstens den Datensatz aufgekauft, aber ich habe mich nicht angemeldet. Sind Sie dafür sicher? Ja. Okay. Und mit den Leuten gestern in dem Fall, was haben Sie darüber gesprochen? Haben Sie eine Entscheidung getroffen, mit denen zu arbeiten? Ja, definitiv nicht, weil haben nur Betrüger angerufen. Nur Betrüger? Alles klar. Haben die Ihnen keine Lizenz gezeigt, oder? Ja, doch, haben sie probiert, aber wenn man dann die Lizenzen prüft, dann sind sie ja auch nicht immer wahr. Genau, ich kann Ihnen gerne unsere Lizenznummer auch nennen, das können Sie gerne überprüfen auf der Webseite von der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Oder ich kann Sie gerne eine E-Mail aussenden. Bei der BaFin? Oder Sie können... Sind Sie registriert? Genau. Aha.
Wir haben eine Handelsregisternummer, wir haben eine Umsatzsteuernummer, wo Sie das überprüfen können. Ja gut, Handelsregister und Umsatzsteuer hat ja erstmal nichts mit Bank zu tun. Aber wo steht denn die BaFin-Nummer auf Ihrer Webseite? Die muss ja auf Ihrer Webseite hinterlegt sein. Sie können die Überprüfung genau auf unserer Webseite, können Sie durch einen Klick sofort auf die BaFin gehen, weil unsere Firma... Ja, dann sagen Sie mir mal wo. Ich erkläre Ihnen ganz kurz etwas. Unsere Firma bietet die Vermittlungsgeschäfte von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von finanziellen Instrumenten gemäß § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 an und ist ausschließlich im Namen für Rechnungen der Solaris Bank AG tätig und gemäß § 2 Absatz 10 KWG als vertraglich gebundener Vermittler der Solaris Bank AG in Berlin auch in das offensichere Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet geprüft wird. Das Register können Sie gerne auch bei der BaFin überprüfen. Können Sie auch schreiben, ja, Solaris Bank AG. Die Frage war jetzt, wo das auf Ihrer Webseite steht. Das muss ja dann auch auf Ihrer Webseite so stehen, wie Sie das gerade gesagt haben. Ja, ich kann Ihnen sofort ein E-Mail senden, wo Sie sehen können. Sie sollen mir nur sagen, wo ich draufklicken soll. Ich bin ja nur auf Ihrer Webseite. Auf der Startseite fxfrankfurter.io, da bin ich jetzt drauf. So, und jetzt möchte ich wissen, wo ich auf der Webseite klicken soll. Ja, ich sage Ihnen, die FX Frankfurter ist für den Handel und in dem Fall jetzt öffnen Sie ein neues Fenster und schreiben Sie. Nee. Das ist die Information. Also, möchten Sie jetzt hören Sie mal sehen, zu. Möchten Sie sehen? Nein, ich möchte direkt auf Ihrer Webseite das sehen. Ja, bei unserer Webseite. Hören Sie mich bitte bis zum Ende, damit Sie sehen, dass Sie jetzt eine richtige Firma auch haben, wo Sie das auch schriftlich schwarz auf weiß sehen können. Dann zeigen Sie es mir doch direkt auf Ihrer Webseite, anstatt mich schon wieder auf eine fremde Webseite zu lassen. Ja, aber lassen Sie mir das aussprechen. Na dann los. Ja, schreiben Sie neu, öffnen Sie ein neues Fenster und schreiben Sie oben, damit Sie direkt reinkommen. Das muss direkt auf Ihrer Webseite stehen, mit einem Klick, nicht mit einem neuen Fenster. Das müssen Sie mit einem neuen Fenster machen, damit Sie unseren... Genau, dann sind Sie auch ein Betrüger. Ja, Sie sind auch so ein Betrüger. Ah, verpiss dich, du Mistgeburt. Sehen Sie, und jetzt bestätigen Sie das noch, dass Sie ein Betrüger sind. Betrüger! Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Entschuldigung für die Störung, Maria ist am Apparat. Von der Firma SwissFX Bank rufe ich an. Bei uns, es geht eine Anmeldung für automatisiertes Softwarehandeln, Eurovota Trading. Erinnern Sie sich zur Zeit? Wissen Sie, wie das läuft? Nö. Hallo? Ja, habe ich da jetzt geantwortet oder nicht? Okay. Ich möchte Ihnen kurz nur 2 Minuten zu informieren wegen der Roboter. Darf ich kurz bitte? Na, dann erzähl mal. Danke Ihnen. So, unsere Firma bietet der Roboter Trading. Das ist ein Softwarehandel. Es ist durch mathematisches Algorithmus entwickelt und er ist so programmiert, dass er schon die Marktprognose erkennt, öffnet und schließt die Operationen von alleine ein und aus. Okay? Der Roboter, es ist so programmiert, das öffnet die Positionen und schließt die Positionen zu. Natürlich, Sie haben dabei einen Finanzexperte, helfen Ihnen, der Roboter zu herunterladen und weitere Informationen zu jeder Frage, die Sie haben. Okay? Dass wir garantieren für unsere Kunden, es ist bis 35% Profite monatlich. So, manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist einfach, was wir garantieren, weil das ist, wie an der Börse läuft. Natürlich, für dieses Monat haben wir ein Angebot, dass Sie können profitieren, der Roboter nur mit einem Mindestbetrag. Natürlich bekommen Sie die gleiche Summe von Seite als Hilfskapital, damit der Roboter mehr Positionen zu eröffnet und am Ende mehr Profite, mehr Gewinn schaffen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Konto aktivieren mit einem Mindestbetrag von 250 Euro, bekommen Sie bei unserer Seite auch 250 Euro und dann der Roboter startet mit einem Kapital von 500 Euro. So, für uns ist es egal, mit welcher Summe Sie einsteigen. Ganz wichtig ist, dass Sie bekommen die gleiche Summe von unserer Seite auch. Haben Sie mich verstanden bis jetzt? Ja. Okay.
Ich habe Ihnen gerade auch ein E-Mail gesendet. Vielleicht ist es möglich für Sie, auch eine Google-Seite eröffnet, zu weiter Informationen zu geben, bitte? Und dann? Was habe ich damit Google? Okay, schreiben Sie bitte ein S wie Wilfried. Ja, was habe ich denn da bei Google? Ich habe es noch nicht verstanden. Was soll ich denn da? Können Sie kurz eine Google-Seite, so, damit Sie können auch unsere Seite schauen. Oder wenn Sie mein E-Mail bekommen haben, haben Sie auch den Link bei der E-Mail. Und dann? Was habe ich davon? Was passiert denn da? Nochmal bitte? Ja, was habe ich denn davon? Was soll ich denn da machen? Ich werde Ihnen auch unsere Plattform zeigen, wie das läuft und natürlich am Ende ist es Ihre Entscheidung. Zum Beispiel, wenn Sie bei uns ein Handelskonto eröffnen, Sie können dieses Handelskonto aktivieren durch eine Einzahlung. Sie haben drei Möglichkeiten für eine Einzahlung zu tätigen, so für Kreditkarte, Master oder Visa, Online-Banking, normales Überweisung bei der Bank. Natürlich, wenn Sie haben Erfahrung, vielleicht haben Sie ein Bitcoin-Wallet, natürlich haben Sie auch die Möglichkeit mit dem Bitcoin-Wallet das Konto zu aktivieren und mit der gleichen Möglichkeit, dass Sie schon ein Konto aktivieren, mit der gleichen Möglichkeit, Sie können auch das Geld auszahlen lassen von Ihrem Handelskonto in Ihr Bankkonto. Das können Sie auch selber machen bei dem Plattform, weil das auch das löst automatisch. Aha. Okay. Hm. Haben Sie die Seite eröffnet? Ja, muss ich erst mal den Computer anmachen. Okay, nehmen Sie Ihre Zeit. So, wie heißt jetzt der Link? Okay, schreiben Sie ein S wie Wilfried. Hm. W wie Wolfgang. Hm. I wie Ida. Hm. S wie Wilfried. Ja. S wie Siegfried. Hm. F wie Frankfurt. Hm. Und dann X. Hm. Und dann ein B wie Berlin. A wie Anton. N wie Nordpol. K wie Kaufland. Punkt. Cesar, Otto, Martha. Suchen Sie es bitte? Die Seite wurde nicht gefunden. So, vielleicht haben Sie richtig geschrieben. Nur so wie Sie gesagt haben. Siegfried, Wolfgang, Ida, Siegfried, Stuttgart, Frankfurt, X, Berlin, Anton, Nordpol, Kaufmann.com? Ja, geht auch nicht. Tja, haben Sie jetzt zwar komplett anders buchstabiert als davor, aber geht auch nicht. Okay, so, Swiss mit Doppel-S? Das haben Sie gerade nicht mit Doppel-S buchstabiert. So, nochmal bitte. Swiss am Ende mit zweimal mit Doppel-S. So, Siegfried, zweimal. Also, Sie hießen vorher Swiss Safeway oder was? Nein, Swiss FX. Ja, aber vorher hieß ihr Swiss Safeway. Nein. Doch. Ich habe noch nicht gesagt. Der Name vorher von der Plattform war Swiss Safeway. Ich habe nur Swiss FX Bank gesagt, aber irgendwie, warum sagen Sie... Warum ändert sich jetzt die Stimme mittendrin? Wer ist denn da jetzt dran? Ich bin die Maria. Maria Taylor, immer noch. Ne? Und sie haben mir gesagt, dass irgendwie rufe ich sie aus den Swiss FS, ich weiß nicht, was die Safeway, von da aus ruft ihr an. Aber wir sind die Swiss FX Bank und Entschuldigung, dass ich falsch buchstabiert habe, ne? Swiss mit Doppel-S, wie Siegfried, okay? Ja, was ist denn jetzt damit? Also Swiss Safeway wart ihr hier vorher. Nein, wir sind die Swiss FX Bank. Na, wir haben nichts mehr zu tun mit Swiss Paper Mail oder was ich sage. Safe away. Okay? Safe away, keine Ahnung. Safe okay? away. Okay, aber wir haben nichts mehr zu tun. Wir sind die Swiss FX Bank und ich rufe Sie zum ersten Mal, wie ich gesagt habe. Okay? So. Jetzt, ich buchstabiere, Entschuldigung, dass ich nicht so richtig buchstabiert habe. Ich buchstabiere noch einmal. Siegfried, Wolfgang, Ida, Siegfried,
Friedrich, X, Beta, Anton, Nordpol, Kaufmann.com. Mhm. Okay? Wo steht denn eure Regulation auf der Webseite? Das, okay, wenn Sie die Sprache umändern auf Deutsch, bitte. Habe ich. Zeige ich auch die Regulation. Ja. Gehen Sie bei Kontakt, bitte. Ja. Bei Begleitung, Entschuldigung, ja. Oder so was. Und gehen Sie bei Verordnung und Geschäftsbedienungen. Okay? Ja, ich guck mal. So. CIMA reguliert. Okay, aha. Haben Sie die gefunden? Mhm. Okay, und wie ich gesagt habe, ne, wir handeln mit dem Roboter Trading. Und der Roboter macht für Sie alles selbstständig. Das bedeutet, Sie gehen bei der Arbeit, spazieren, Kaffee trinken oder reisen auf die Welt. Dieser Roboter öffnet verschiedene Positionen bei verschiedenen Produkten. Wie ich gesagt habe, und setzt eine Summe, eine Zeit und dann am Ende des Tages haben wir die Profite. Mhm. Ne? Wo ist denn der Link? Wo ist denn der Link zu, ja. Zu eurer Regulation von CIMA? Okay, das schauen Sie mal. Hm? Bei CIMA? Ja, sehen wo denn? Sie bei CIMA da Regulation? Wie heißt denn die Webseite von CIMA? Also CIMA.de oder .com oder? Nein. Moment. Hm. Ich helfe Ihnen dabei. Hier bei Verordnung, dann lesen Sie CIMA reguliert. Ja, ja, an der und rechten Seite. Wo ist da der Link zur Webseite von CIMA? Wie der Link? Ja, der Link. Ich muss ja eure Regulation auch bei denen finden. Der Link zu CIMA, okay, die Regulation, da werden Sie bei der Internet das suchen müssen und da finden. Auch da bei uns, dass wir auch da reguliert sind. Na, das ist auch eine Liste mit Brokers. Ja, finde ich nicht. Also gibt's, wenn ich eure Google jetzt hier, eure Nummer google, dann kommt da auch nicht wirklich was bei raus. Das ist komisch, weil normalerweise kommt immer. Nee. Wir wahrscheinlich landen Sie irgendwie falsch. Naja, okay? Wie wär's denn mit dem richtigen Link auf der Webseite direkt, damit man nicht als Kunde suchen muss und gleich weiß, dass man richtig ist? Ist ja hier nicht der Fall. Ja, normalerweise solche Einzelheiten, das schickt immer der Broker. Steht normalerweise auf der Webseite bei seriösen Unternehmen. Das ist direkt auf der Webseite drauf, damit es der Kunde gar nicht erst schwer hat, nach irgendetwas zu suchen. Das ist hier irgendwie nicht der Fall. Man kann nichts finden. Ja, irgendwie beurteilen wir auf solche immer die ganze Zeit, ne? Entweder sind wir nicht wir sind die falsche Firma und sagen Sie eine andere Firma vorhin. Okay? So. Tauben Schwabel, wie ich gesagt habe, ne, wir sind ein Unternehmen seit langem auf dem Markt und wir machen auch keinen Spaß mit unseren Kunden, sondern ne, unsere Aufgabe besteht dafür, Sie zu informieren, was wir anbieten. Wie lange sind Sie denn schon auf dem Markt? Seit 2009. Seit 2009? Ja. Sind Sie da sicher? Und ja, sicher. Ich bin 100% sicher, okay? Aha. Nicht, dass ich sage. Warum ist denn die Domain... Die Domain erst erstellt, also die Webseite, am 29. am 29. Können Sie mich mal aussprechen lassen, okay. Wenn Sie die ganze Frage hören, dann können Sie auch einen ganzen Satz antworten. Meine Frage ist, Sie sagen, Sie sind seit 2009 mit der Plattform am Markt. Und warum ist denn die Domain, also die Internetadresse, erst am 29.06.2021 gekauft worden? Okay, darf ich das eine Erklärung geben? Ja, habe ich ja nachgefragt. Okay, super. Wenn Sie auf eine Klärung warten, dann sage ich Bescheid. So, Herr Tavenschwabel, unsere Firma wurde geklont von einem anderen schwarzen Broker, okay? Und seitdem sind so viele Sachen da eigentlich gelöscht und da werden Sie alles erneut geschrieben. Das ist aber Quatsch. Nee, das ist ja okay? Quatsch. Die Domain gab es vorher nicht. Das ist Quatsch. Das ist gelogen. Hören Sie mal so. Okay, wenn Sie sagen Quatsch und solche Sachen, dann wünsche ich Ihnen einen schönen guten... Also sind Sie Betrüger. Hallo, schönen guten Tag. Christina Weber spricht hier. Spreche ich mit hier Herbert Schluck-Spech. Schönen guten Tag. Also, ich bin Kontomanagerin und ich melde mich bei Ihnen, weil Sie sich Anmeldung gemacht haben und Interesse geäußert haben an Kryptowährungen. Mhm.
um Handelskonto zu aktivieren und Ihnen all die wichtigen Informationen zu geben, rufe ich Sie an, und damit Sie auch Handelskonto aktivieren und Handel anfangen können. Hier, Schluckspich. Haben Sie, also Sie können jetzt gerade, also um Handelskonto zu aktivieren, Sie brauchen unbedingt, also haben Sie Internet, dabei Computer oder Handy. Was? Und ja. Hören Sie mich gut, können Sie bitte ein bisschen lauter einstellen, die Stimme, oder nah am Telefon zu kommen? Ja, bin ich. Ach, sind Sie, okay, jetzt höre ich Sie eher sauberer. Also, um Handelskonto zu aktivieren, also Sie sollen zuerst ein Account haben. Und Sie brauchen natürlich das Startkapital. Und Sie, Sie wissen auch, dass die Minimum 250 Euro ist, um zu starten, Handelskonto zu also aktivieren, ab 250 hochwert. Und möchte Ihnen fragen, um Handelskonto zu aktivieren, was benutzen Sie überhaupt? Welche Zahlungsmöglichkeiten? Wie heißt denn die Webseite? Die Webseite, wo Sie ein, wo Sie sich registriert haben? Wieso reden Sie so ein bisschen schläfrig? Jumpscares, also mein Englisch ist Katastrophe, aber trotzdem. Ja, sagen Sie mir jetzt die Webseite oder nicht? Natürlich, wo Sie Anmeldung machen sollen. Schauen Sie mal, haben Sie, also mein Englisch ist Katastrophe, aber Jumpscares, also wenn ich jetzt buchstäblich wiederholen, da haben Sie Anmeldung gemacht, was Werbung von uns ist. Und unsere Plattform heißt, wo Sie Registration machen, afelplanning.com. Wie schreibt man das? A-F-L-T-L-A-N, den Nordpol, zweites Mal N, den Nordpol, I wie Ida, N, den Nordpol, G wie Gustav, Punkt. Com. C-O-M. Wie gesagt, Otto. Die Webseite wurde nicht gefunden. Wo haben Sie in Safari eingegeben? Öffnen Sie entweder Google Chrome, Firefox sollen Sie öffnen. Ja, in welche Seite geben Sie ein? Ja, das spielt ja keine Rolle, in welchem Browser. Das, die Webseite also geht zum Beispiel nicht. In Safari geht nicht. Haben Sie Zugang zum Internet? Hier, Schluckstich. Schauen Sie mal. Ja, die Seite geht nicht. Okay, folgen Sie mir. Öffnen Sie entweder Google Chrome oder Firefox. Ja, die Seite geht nicht. Also, löschen Sie das mit dem Kreuz und geben Sie, öffnen Sie ein. Welche Browser haben Sie? Ja, wie gesagt, das spielt im Internet keine Rolle, über welchen Browser. Herr Schluckspecht, wissen Sie was? Ich weiß nicht, warum Sie so sind, aber, also, sehen kann ich nicht Sie von hier. Ich kann nur Ihnen sagen, was Sie richtig machen werden. Und wenn Sie jetzt Safari öffnen, werden Sie das nicht öffnen können. Also öffnen Sie dann Wie gesagt, Google Chrome. Das, was Sie mir okay, durchgesagt sagen Sie haben, mal, funktioniert nicht. Herr Schluckspecht, wird funktionieren. Naja, dann sagen Sie nochmal die Domain. Ich konnte das so nicht aufrufen, wie Sie das buchstabiert haben. Okay, dann öffnen Sie Google Chrome, außer... Haben Sie Google Chrome? Ja, nun sagen Sie doch einfach die Scheiß-Domain. Wissen Sie was? Zuerst, Sie sollen den Browser öffnen, Google Chrome. Sagen Sie mir jetzt die Domain. Und die Suchleiste, suchen oben in langer Linie und A, große Buchstabe A. Das ist auch bei einer Domain egal, ob Groß- oder Kleinschreibung, aber machen Sie mal weiter. Okay, A wie Anton, F wie Friedrich. L wie Ludwig, P wie Paula, L wie Ludwig, A wie Anton, N wie Nordpol, nochmal N wie Nordpol, I wie Ida, N wie Nordpol, G wie Gustav, Punkt, com. Und danach öffnen, das ist die Seite, aber zuerst sagen Sie, was Sie überhaupt sehen. Ja, jetzt habe ich ja so ein komisches blaues Portal. Und was steht drauf? Wie, was steht drauf? Blau, die Webseite. Sie sagten, schauen Sie mal, Sie reden so irgendwie, dass Sie mir Gefallen tun. Sie haben sich selbst Registration gemacht. Wenn Sie Handelskonto aktivieren wollen, Herr Schluckspich, erkläre ich Ihnen, wie es ist und welche Vorteile Sie haben werden und wie gehandelt wird. Darum
ist es meine Aufgabe. Zweitens, die Transaktionen zu tätigen. Was benutzen Sie, um Transaktionen zu tätigen? Welche Möglichkeiten benutzen Sie? Ich habe die erste Frage vergessen. Sie haben die erste Frage vergessen. Aber die Webseite funktioniert. Die Webseite funktioniert auch im Safari. Normalerweise beim Safari nicht, weil das ist irgendwie schwierig. Aber beim Google Chrome, Firefox und so geht es. Ja, sind ein paar Programmierfehler mit drin. Ist halt schlecht programmiert, die Webseite, ja, aber die lädt. Herr Schluckspecht, machen Sie das extra jetzt beim Safari. Wenn ich Ihnen sage, sollen Sie nicht machen, machen Sie extra. Lassen Sie mich doch gucken. Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, eine Webseite vernünftig zu programmieren, ist ja nicht können mein Problem. Sie, Herr Schluckspecht, meinetwegen können Sie auch Safari machen, aber ich möchte Ihnen leichter machen. Naja, eigentlich machen Sie es nur komplizierter. Dafür, Herr Schluckspecht, gut, oh. Sie mögen komplizierter machen. Was sind Sie von Beruf? Aus Neugier frage ich Sie. Wo steht denn die Regulation auf Ihrer Webseite? Herr Schluckspecht, was sind Sie bitte von Beruf? Sagen Sie mal, das interessiert mich brennend. Weil das spielt ja keine Rolle. Die, mit wem ich heute... Nein, mich interessiert nicht, was Sie bekommen, wie viel Sie verdienen. Was sind Sie von Beruf? Das spielt ja keine Rolle, was ich von Beruf bin. Nö, auch nicht. Aber letztendlich wollte ich jetzt gerne mal wissen, wo die Regulation auf Ihrer Webseite steht. Oder können Sie mir das nicht beantworten? Wissen Sie was, Sie sprechen für sich... Sagen Sie mal, auf unserer Webseite können Sie alles suchen und recherchieren, aber wissen Sie was, sprechen Sie, leben Sie alleine, weil ich spreche mit Ihnen und Sie überschütteln mich mit Fragen. Naja, wenn Sie mich schon anrufen, dann weiß ich jetzt nicht, wo das Problem ist, können Sie die nicht beantworten? Herr Schluckspecht, wissen Sie was, Sie fragen und dann beantworten Sie Ihre Frage oder können Sie mich nicht beantworten. Sagen Sie mal, was sind Sie von Mensch? Hä? Haben Sie irgendwie, also weiß ich nicht, haben Sie ein Problem oder so? Das ist ziemlich komisch. Also wohl, nein, weil Sie sprechen irgendwie, ob ich Ihnen was gefallen tun sollte. Nö. Meine Aufgabe ist, Ihnen sachlich und fachlich zu erklären. Und das können Sie ja nicht. Das können Sie ja schon kann nicht. Kann ich sehr wohl. Sie sind sehr Arsch. Sie sind Arsch. Wissen ja, Sie was? Genau. Und Sie sind eine Betrügerin. Ficken Sie sich ins Knie. Du bist eine Betrügerin. Nein. Doch, du bist eine Betrügerin. 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 Illegal. Ja. Herr Heiden, am Telefon ist Mira Nowak. Ich rufe Sie aus globalen Finanzmarkt an. Wie geht es Ihnen? Ja, prima. Sie haben Interesse an Bitcoin gezeigt, ja, aber haben Sie noch nicht die Aktivierung gemacht? Hallo, sind Sie da? Ja, ich bin da. Hallo? Ja, hallo. Aha. Wissen Sie, wie das funktioniert? Nee. Wie bitte? Nee. Nee? Aha, ich werde Ihnen alles erklären. Wir sind ein internationaler Unternehmen. Mit uns können Sie Gewinne haben, ja? Mhm. Aber zuerst sollen Sie Ihr Konto aktivieren. Dann werden Sie mit Robot oder mit Finanzberater arbeiten, ja? Mhm. Aha. Unser Robot arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Also Sie können, so alle Risiken sind minimalist, ja? Aha. Wir haben drei Beträge. Die erste ist 250, die zweite Standardkonto kostet 500 und die dritte ist 1000, ja? Hallo, hören Sie mich? Ja. Aha, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Welcher ist denn da gut? Wie bitte? Na, welcher Betrag ist denn gut? Der beste Betrag ist 500, ja, wissen Sie. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder nein? Nee. Aha, sehr gut. Mit 400 werden Sie einen Finanzberater als auch einen Robot bekommen, ja? So, mit Robot können Sie auch eine App benutzen. In App können Sie alles sehen, ja? Ihre Statistik, Ihre Gewinne, ja? Warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Wie bitte? Warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe?
Ich werde auch einen eigenen Finanzberater haben, so, und unser Finanzberater wird alles erklären, ja? Sie werden aus, eine Ausbildung machen, ja, in diesem Bereich, so Sie können eine günstige Investition machen, ja, und Geld gewinnen. Es ist sehr wichtig. Warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Weil Sie werden alles kennen, ja? Und warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Warten, ich weiß mein, gebe meinen Anruf unserem Finanzberater, ja? Ja, und warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Okay. Hallöchen, guten Tag. Ja. Lieber Herr Häusenlöpfchen, hier spricht Leonie Wagner, also die Managerin von dieser Plattform, sozusagen. Lieber Herr Henry, Sie haben eine Frage gestellt, warum ist das super, dass Sie Anfänger sind, ja? Für die Anfänger gibt es in unserer Plattform verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise wenn Sie die Einzahlung oder Aktivierung Ihres Handelskontos tätigen, bekommen Sie von unserem Unternehmen Bonusgeld. Bonusgeld bekommen nur die Kunden, die das erste Mal die Einzahlung machen, okay? Mhm. Über die Beträge. Bei uns funktionieren drei Beträge. 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Für die Anfänger, also bei 250 Euro bekommen Sie 50 Euro Bonusgeld. Beim 500 Euro bekommen Sie 150 Euro Bonusgeld und bei 1000 Euro 300 Euro Bonusgeld. Überhaupt die Kunden, die als VIP-Kunde also vertreten wollen, fangen mit 500 Euro an. Aber da Sie auch Anfänger sind, können Sie natürlich auch mit 250 Euro ausprobieren. Es ist Ihre Entscheidung. Okay, Herr Henry? Mhm. Haben Sie andere Fragen? Bis jetzt nicht. Okay, sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Mit 250 oder mit 500? Welcher Betrag ist denn da der bessere? Es ist Ihre Entscheidung. Natürlich, wie viel Sie investieren, so viel Profit Sie bekommen. Natürlich, die Kunden, die mit 500 Euro anfangen, bekommen viel mehr Profit als die Kunden, die mit 250 Euro anfangen, ja? Da Sie auch bei 500 Euro 150 Euro Bonusgeld kriegen, und in diesem Fall werden Sie in Ihrem Konto 650 Euro Balance haben. Achso, ja, dann nehme ich das Bessere. Das ist Bessere, super. Lieber Herr Henry, als Managerin aus der Finanzabteilung werde ich Ihnen bei der Aktivierung und bei der Einzahlung helfen, okay? Sagen Sie mir zuerst bitte, was für Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Masterkarte? Ja. Welche ist das, Visa oder Master? Ja. Ne, ich meine, welche ist konkret? Visa-Karte oder Master? Ja, beide. Beides haben Sie, okay. Jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Ihnen das Link, Ihr Handelskonto mit einmaligem Passwort schicken. Und dort werden Sie natürlich mit Mastercard oder mit Visa-Karte tätigen, okay? Aha. Sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp unter gleicher Nummer? Nee, mit welcher Nummer benutzen Sie WhatsApp? Mit einer anderen. Können Sie bitte mir Ihre WhatsApp-Nummer sagen? Ich werde das Link bzw. Ihr Handelskonto mit Zugangsdaten schicken, okay? Nee. Okay, wollen Sie das mit E-Mail-Adresse? Ja. Okay, dann öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Also, ich soll das Postfach aufmachen, meinen Sie? Wie bitte? Sie meinen, ich soll das Postfach aufmachen. Oder was meinen Sie? Weil eine E-Mail-Adresse kann man ja nicht öffnen. Warum? Öffnen Sie Ihre normale E-Mail-Adresse. Ja, aber ich werde eine Nachricht schicken. Und wie macht man das? Wie öffnet man überhaupt, Herr Henry, E-Mail-Adresse? Wissen Sie das nicht? Nee, weil ich logge mich ein. Ich öffne die nicht. Wie macht man das mit dem Öffnen? Das ist das Gleiche. Sie sagen einfach anderes Wort, okay? Okay, loggen Sie sich in Ihrer E-Mail-Adresse an, okay? Ach so, aber da muss ich erstmal den Computer anmachen. Sie können auch das mit Handy machen. Und wie macht man das am Handy? Weil da habe ich das noch nicht gemacht. Okay, dann öffnen Sie Ihr Computer. Nee, dann verliere ich doch die Garantie, wenn ich meinen Computer öffne. Den Computer schaltet man doch ein.
Liebe Henry, sagen Sie mir bitte ehrlich, werden Sie mit mir die Einzahlung machen, ja oder nein? Ja, aber nur wenn ich nicht meinen Computer dazu aufmachen muss. Okay, können Sie das machen? Ja, aber ich mache nicht meinen Computer auf. Ich schalte den höchstens an. Aber aufschrauben tue ich da nichts. Okay, dann machen Sie es so. Ja. Also Sie haben eine E-Mail bekommen, ja? Das habe ich geschickt. Sehen Sie das? Nee, noch nicht. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das denn geschickt? Also sebastian.kak.ifein@mdcfun.de, richtig? Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Da muss ich gleich mal gucken. Dann muss ich mal erstmal hier mein Internetfenster aufmachen. Ach so, okay. Machen Sie es bitte auf. So haben Sie Ihre E-Mail geöffnet, ja? Wie meinen Sie das? Ich habe die aufgerufen, die E-Mail. Wie bitte? Ich habe das Postfach. Das Postfach habe ich aufgerufen, aber das habe ich doch nicht geöffnet. Ach so. So. Aber da ist noch nichts da. Noch nichts da? Können Sie bitte auch Ihre Spam versuchen? Ja, kann es auch Spam sein, weil es ist neuer Kontakt. Na, aber im Spam kommen doch nur die Sachen an, die gefährlich sind. Also, die Spam kommt auch die Sachen, die sind also unbekannt für Sie, ja? Die neue E-Mails bekommen Sie auch per Spam. Nee, also wenn das seriöse Firmen sind, kommt das nicht im Spam an. Nein, es kann seriös sein, nur wenn Spam bekommen Sie, also wenn bekommen Sie E-Mails vom Spam, das heißt, Sie kennen diese E-Mail nicht. Jede Handy, jedes Smartphone oder jeder Computer macht die gleiche. Wenn bekommt jeder Mensch eine unbekannte E-Mail, macht die Smartphone diese E-Mail als Spam. Also meins nicht. Aber kann es sein, dass Sie haben auch per Spam nicht bekommen, die E-Mail-Adresse? Eine E-Mail-Adresse? Eine neue jetzt, oder wie? Wie bitte? Eine neue E-Mail-Adresse, oder was jetzt? Also, auf Ihre E-Mail. Haben Sie neue E-Mail bekommen, ja? Von Jeanne Elliott. Nee. Ja, haben Sie es bekommen? Nee. Okay, dann brauchen wir weiter mit WhatsApp machen, ja? Können Sie bitte Ihre Handynummer sagen? Nein. Warum nein, Herr Henry? Ja, das sage ich Ihnen nicht. So weit sind wir doch gar nicht, dass ich Ihnen meine private Handynummer gebe. Okay, es ist Ihre private Handynummer, dann ich habe E-Mail geschickt. Sie haben es bekommen. Bitte versuchen Sie es auf Ihre E-Mail. Ich guck mal nochmal. Haben Sie diese E-Mail, ja? Welche? Meine E-Mail, die ich habe schon Ihnen geschickt. Die ist noch nicht da. Kann es nicht sein. Haben Sie alle Fenster überprüft, ja? Was habe ich überprüft? Alle Fenster vor Ihrer E-Mail, also unbekannt, Spam und so weiter. Sie meinen die Ordner, nicht die Fenster? Ja. Ja, habe ich schon geguckt. Wie heißt die E-Mail? Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt, ja? Ja. Wie heißt die E-Mail? Jeanne Elliott. Haben Sie es bekommen von meiner Kollegin, ja? Jetzt ist was gekommen, ja. Super. Sehen Sie also, ja, ich habe alle Zugangsdaten geschickt. Sehen Sie das? Nee. Was sehen Sie? Da steht nur singen und so. Wie bitte? Sicken in...
steht da. Und dann Ultima Trade. Ultima Trade, genau, ja. Klicken Sie darauf. Aha. Und dann? Haben Sie darauf geklickt? Ja. Was sehen Sie jetzt? So eine Seite. Eine Seite. Brauchen Sie jetzt sich zu einloggen, ja? Schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Aber gerade haben Sie doch gesagt, Sie schicken mir die Login-Daten. Aber Sie haben mir doch bloß einen Link geschickt. Genau, Link mit Zugangsdaten. Ich habe alles geschickt. Aber da sind keine Zugangsdaten in dem Link. Ja, ich sage Ihnen, ja, brauchen Sie Ihre E-Mail zu schreiben und einmalige Passwort. Ach so, aber Sie haben doch gesagt, Sie schicken mir die Zugangsdaten zu. Aber wollen Sie es per E-Mail bekommen, verstehe ich Sie nicht. Wenn Sie wollen, ich kann es gerne machen, es ist kein Problem. Aber ich werde es Ihnen nur sagen, dass Sie können gerne Gleiches machen. Ja, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie mir die Zugangsdaten zuschicken. Aber Sie haben mir ja nur einen Link zugeschickt und keine Zugangsdaten. Okay, gleich, ich schicke Ihnen auch Zugangsdaten, ja? Ja, haben Sie ja gesagt. Ja. Also Sie haben gesagt, dass Sie haben Mastercard und Visa-Card, ja? Ja. Mit beiden Karten haben Sie auch Online-Banking. Weiß ich nicht. Ja? Wie bitte? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nee. Wie kann man das nicht wissen? Sie haben Online-Banking, oder nicht? Ja, was meinen Sie denn damit? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Sie sind... Was meinen Sie denn damit? Ja, ich meine, mit Ihrer Mastercard oder mit Visa-Card sollen Sie auch Online-Banking haben, oder? Na, Online-Banking mache ich doch mit meiner Bank. Ja, Online-Banking-Applikation bekommen Sie von Bank und machen Sie alles online, ja? Ja. Gut, okay, ich habe auch Zugangsdata-E-Mail geschickt. Haben Sie Zugangsdaten auch bekommen? Nee, ist noch nichts da. Wahrscheinlich bei Ihnen gibt es Verbindungsprobleme, ja? Aktualisieren Sie bitte die Seite. Haben Sie es schon bekommen, ja? Nee, ist noch nicht da. Okay, ich habe alles geschickt, aber ich kann auch diktieren und Sie können es gerne schreiben. Lieber Herr, jetzt sage ich das Ganze mündlich, Sie werden das mündlich machen, okay? Was? Wie? Okay, jetzt öffnen Sie das Link, das ich Ihnen schon geschickt habe. Ach, das andere, ja, muss ich mal suchen. Ultima Trade. Und denn? Denn, was sehen Sie? Öffnen Sie das Link. Sie meinen, ich soll den anklicken? Genau. Ja. Sie benutzen aber auch echt komplizierte Wörter. Das ist gar kein hier gibt es nichts Komplizierbares. Jetzt werde ich Ihnen helfen von meiner Seite, okay? Sie werden solche Links nicht öffnen. Wollen Sie mit Visa oder mit Mastercard die Transaktion tätigen? Das ist mir egal. Es ist egal. Jetzt sagen Sie mir, Visa oder Mastercard bezahlen. Die visuelle zwei Seiten, wo die Nummer stehen, okay? Zum Beispiel, Mastercard fängt mit 5 an, Visa-Karte fängt mit 4 an. Jetzt sagen Sie mir, Visa oder Mastercard bezahlen. Was ist denn da besser? Mastercard natürlich. Und wo haben Sie zum Beispiel 500 Euro? In der Visa-Karte oder Master? Na, bei gar keiner. Das sind doch Kreditkarten. Da habe ich kein Geld. Das wird doch dann abgebucht. Und wie können Sie überhaupt Transaktionen tätigen ohne Geld, lieber Herr? Na, weil das Kredit ist. Mit Kredit macht man doch Minus. Okay, haben Sie PayPal oder Girokonto mit Online-Banking? Ja, sowas habe ich auch. Aber das dauert ja dann länger. Und dort haben Sie 500 oder 250 Euro?
Auf meinem Konto, ja. Da habe ich 10 Milliarden Euro. Was haben Sie dort? Wie viel haben Sie dort? 10 Milliarden. Milliarden? Ja. Seien Sie bitte ein bisschen seriöser, ja, lieber Herr Henry? Wieso sind Sie nicht seriös? Warum sind Sie nicht seriös? Ich dachte, Sie sind seriös und ich kann bei Ihnen Geld einzahlen. Und jetzt sagen Sie, Sie sind nicht seriös? Wieso sind Sie denn nicht seriös? Wie kann man im Girokonto Milliarden haben, sagen Sie mir? Na, indem man Geld verdienen geht. Okay. Jetzt sollen Sie eine Applikation installieren und mit Hilfe dieser Applikation werden wir dann auch schon mit Girokonto und Online-Banking die Transaktion tätigen, okay? Was denn für eine Applikation? Was ist denn das? Öffnen Sie ja Ihr Handy. Das ist iPhone oder Android? Ein was? Ist Ihr Handy iPhone oder Android? iOS oder Android? Ein was? Hallo? Ja, ein was? Was für Handy benutzen Sie? Da habe ich so ein Seagate. Okay, öffnen Sie Google Play oder Play Store. Was ist denn das schon wieder? Hallo? Ja, was ist denn das? Okay, jetzt überweisen Sie 500 oder 250 Euro zu Ihrer Master- oder Visa-Karte vom Girokonto Online-Banking, okay? Nee, das geht ja nicht. Das ist ja eine Kreditkarte. Da kann ich kein Geld drauf überweisen. Das bucht ja automatisch ab. Wer hat so gesagt? Ja, so ist das mit meiner Kreditkarte. Da kann ich kein Geld drauf überweisen. Und warum benutzen Sie überhaupt Kreditkarten? Na, sagt ja das Wort Kredite, weil ich das Geld leihe. Jetzt sagen Sie mir die Details von Mastercard. 5, danach was? Was ist mit der Mastercard? Machen wir Reservierung. Eine Reservierung? Ich will ja nichts reservieren. Liebe Herr, werden wir zuerst mit Mastercard probieren, danach werden wir schon das mit Girokonto und Online-Banking schaffen, okay? Wir brauchen auch sicher werden, dass Sie wirklich seriös sind und wirklich mit uns arbeiten wollen. Ja, aber Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht seriös sind. Und was? Ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie nicht seriös sind. Haben Sie doch vorhin gesagt. Genau, das habe ich gesagt. Ja. Das verstehe ich von Ihrer Stimme. Aber das... Wie kann man zwei Kreditkarten haben und gar kein Geld drauf haben? Na, aber man hat auf einer Kreditkarte kein Geld. Auf einer Kreditkarte, das ist ja ein Minuskonto, da geht man doch grundsätzlich ins Minus. Da kann man doch kein Geld drauf haben. Man hat auf einem Girokonto Geld, aber nicht auf einer Kreditkarte. Kredit heißt ja Kredit, ich leihe Geld. Kredit bedeutet immer Minus, Minusgeschäft. Ich muss Zinsen dafür zahlen, dass ich ins Minus gehe. Okay. Jetzt installieren Sie in Ihrem Computer, Laptop oder Handy die Applikation, die ich gleich sagen werde, okay? Nee. Was nicht? Ich installiere doch jetzt nicht irgendein Programm. Und wie können Sie die Einzahlung machen? Ja, da brauche ich doch kein Programm dazu. Sie brauchen es. Wenn man mit Girokonto Online-Banking die Einzahlung tätigen will, dann braucht man unbedingt die Applikation installieren. Nee, da habe ich doch den Online-Zugriff über den Internetfenster. Nein, natürlich. Wir werden nur Ihren Bildschirm sehen, okay? Wieso wollen Sie meinen Bildschirm sehen? Das verstehe ich nicht. Hallo? Warum wollen Sie denn meinen Bildschirm angucken? Damit ich Ihnen richtig helfen kann. Verstehen Sie das nicht? Ja, aber bei YouTube sagt immer einer, wenn man sowas will, dann sind es Betrüger. Okay, haben Sie gar kein Geld in Ihrer Visa oder Masterkarte? Kein Problem. Aber jetzt werden wir etwas probieren. Sagen Sie mir die Details von Ihrer Kreditkarte. Was für Zahlen? Jetzt nehmen Sie Ihr Masterkarte. Ja. Haben Sie schon das? Nee, muss ich es holen. Dann holen Sie es. Oh, haben Sie gepupst? Das stinkt hier. Was? Haben Sie gepupst? Das stinkt hier. Ja, und was? Ja, habe ich mir gedacht. So, was für eine Karte sollte ich holen? Egal, Master oder Visa.
Eine Master oder eine Visa? Ich gucke mal. Master. Die Master, ja, da muss ich mal gucken, meinen Sie. Dann muss ich hier mal in dem anderen Portemonnaie gucken. Irgendwo hatte ich so eine. So. Ach so, nee, die Masterkarte wollten Sie, ja? Jetzt habe ich die Visa-Karte hier. Wie bitte, wiederholen Sie es nochmal? Ich sagte, ich hatte jetzt die Visa-Karte, aber Sie wollen ja die Masterkarte. Egal, kann auch Visa sein. Sagen Sie mir, diktieren Sie mir die Zahlen. Ach so, jetzt habe ich die wieder weggebracht. Hallo? Hm? Einen wunderschönen guten Tag, da kommt mein Name von der Firma Agentur für Energieberatung und Gerold Steiner zu sprechen, bitte. Hm? Ja, was denn? Herr Steiner, wir haben hier versprochen, dass wir uns nochmal bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Und da haben wir jetzt ein grünes Licht. Deshalb schauen wir nochmal gemeinsam nach, was wir da Gutes auch für Sie tun können. Aha. Ihre Postleitzahl ist noch die 12055 in Berlin. Ist das noch aktuell? Mhm. Prima. Mit wie vielen Personen leben Sie in Ihrem Haushalt? 18. Mit 18 Personen leben Sie in Ihrem Haushalt? Mhm. Ist das eine Wohngemeinschaft? Ja, kann man so sagen. Mhm. Okay, über wen läuft der Stromvertrag denn? Über mich? Über ihn? Ja. Super. Dann schauen wir nochmal nach, was wir da Gutes auch für Sie tun können. In Ihrem Postleitzahlgebiet, Herr Steiner. Und zwar, Herr Steiner, da haben wir jetzt den optimalsten Spartarif von der Easy Strom 24 Öko. Und der bietet Ihnen den Tarif von nur noch 44,63 Cent pro kWh inklusive der Mehrwertsteuer. Das heißt, die Konditionen bleiben hier nochmal dieselben. Sie haben keine Vorauszahlung, keine Kaution oder Umstellungskosten. Auch wichtig, als Neukunde begrüßen wir Sie wie damals mit einer Preisgarantie und dazu wie auch Vertragslaufzeit Ablieferbeginn. So haben Sie dann wieder die Ruhe. Das war beim Stromjournalist. Benutzen Sie auch im Haushalt Erdgas? Nö. Super. Das Beste für Sie ist, Sie müssen es aber auch nichts machen. Das ist jetzt die Kundenservice pur. Wir stellen Sie auf den neuen Spartarif um und Sie bekommen das Ganze nochmal schriftlich in Form der Auftragsbestätigung von uns nach Hause zugeschickt, damit Sie das mit Ihrer Familie bzw. mit Ihrem eigenen Unterlagen auch vergleichen können. Wenn dann alles auch so stimmt, wie ich Ihnen das auch von hier aus erklärt habe, dann heften Sie das Ganze nochmal in Ihren Unterlagen ab und alles andere machen danach die Anbieter unter sich, ja? War das eine Frage? Ja. Ja. Super. Mhm. Und zwar, damit ich Ihnen das natürlich auch schriftlich zusenden kann, brauche ich auch einmal Ihre Mithilfe. Ich habe hier die Verbraucherstelle an der Braunschweiger Straße 77. Das ist noch die aktuelle Adresse. Mhm. Super. Da läuft ja der Strom weiterhin über einem Stromzähler, richtig? Oder über mehrere Stromzähler? Wir haben hier nur einen. Nur einen, super. Dafür brauche ich einmal die Stromzählernummer von Ihnen, bitte. 46 600 637. Also 44 600 635, richtig? Nee, 37. 37, also 637. So, super. Und zwar, dann habe ich auch schon alles soweit. Ich wiederhole jetzt gleich auch die wichtigsten Eckpunkte zu dem Spartarif Easy Strom 24 Öko für Sie. Sie dürfen mich auch gerne unterbrechen, wenn Sie nochmal dazu Fragen haben, ja? Das mache ich. Prima. Dann bedanke ich mich auch soweit für das Gespräch, mache jetzt alles hier auch fertig für Sie. Dafür müsste ich Ihnen vorab eine SMS auf Ihre Handynummer zusenden. Diese SMS dient dafür, dass ich den Spartarif von heute nochmal absichern kann und wir uns um die Formalitäten kümmern dürfen. Und zwar, wenn Sie damit natürlich einverstanden sind, ja reinschreiben und zurücksenden. Die SMS habe ich jetzt auf Ihre Handynummer zugesendet, Herr Steiner. Ja, aber Sie haben doch gar keine Handynummer von mir. Also ich habe das, Entschuldigung, ich habe das auf Ihre E-Mail-Adresse zugesendet, nicht auf Ihre Handynummer. Ja, wie lautet die denn? gerold.steiner@mdccfund.de. Aha. Hm. Haben Sie einen guten Datensatz aufgekauft, wo alles drin steht? Ich habe keinen Datensatz abgekauft. Das wurde von Ihrer Adresse über die E-Mail-Adresse getragen. Ihre Firma hat das halt aufgekauft. Sie wissen schon, dass das Kalterquise ist, was Sie da machen, ne? Was ist das bitte? Kalterquise. Kalterquise? Kaltakquise, also unerlaubte Telefonwerbung. Das ist keine unerlaubte Telefonwerbung, Herr Steiner. Es handelt sich hier nur darum, dass man Ihnen einen günstigeren Stromtarif ausgeben sollte. Ja, aber mit einem vollkommen gelogenen Skript. Sie lesen davor, dass, ich meine, das erzählen Sie ja jedem Kunden, dass angeblich irgendwann mal dazu die Erlaubnis erteilt wurde. Das ist ja nicht Fakt. Und selbst der Quatsch da mit dem Kundenservice pur, das lesen Sie alles nur ab. Das erzählen Sie jedem einzelnen Kunden. Das ist einfach nur Bullshit.
und dass das nichts mit Kundenservice zu tun hat, sondern einfach nur ein Verkaufsgespräch ist, das müsste ihm, glaube ich, selbst klar sein. Mhm, ich habe Ihnen nicht gesagt, dass es Kundenservice ist. Doch, Sie haben gesagt, das ist Kundenservice pur. Das ist einfach, nur lächerlich. Kundenservice pur, das ist damit gemeint, dass Sie das Ganze nochmal schriftlich nach Hause zugeschickt bekommen. Ja, das hat ja nichts mit Kundenservice zu tun, das ist ja mein gutes Recht, wenn ich irgendwas bestelle, dass ich es schriftlich nach Hause kriege. Natürlich, weil Sie das ja umsonst bekommen. Deswegen ja, dass Sie da lauter schöne Wörter drin haben, die nichts mit dem Verkauf an sich zu tun haben, das ist schon klar. Aber was auch klar ist, das kann ich Ihnen gleich erzählen, der Gerold Steiner ist ein ausgedachter Charakter, der überhaupt nicht existiert und auch definitiv deswegen wissentlich niemals irgendwo ein Opt-in für ein Verkaufsgespräch gegeben hat. Mhm. Das ist ein Datensatz, der illegal aufgekauft wird. Nein, nein. Doch, das weiß ich ja. Es ist so. Ich weiß, dass Sie das illegal aufgekauft haben, den Datensatz. Nein, das wurde nicht illegal gekauft. Dann können Sie mir ja sagen, wo Sie das Double Opt-in für den Anruf her haben. Das wurde über die Mailadresse gerold.steiner@mdccfun.de. Ja, das geht ja nicht. Sie wissen schon, dass man für einen Double Opt-in definitiv einen automatischen Anruf braucht, wo ich meine Rufnummer bestätige. Ansonsten würden Sie ja gar nicht wissen können, ob die Rufnummer mir überhaupt noch gehört. Und wenn Sie auch nur aus Versehen bei jemanden anderen anrufen, bleibt das Kaltakquise. Wenn Sie es so meinen. Das hat nichts mit meinen zu tun. Das hat was mit Wissen zu tun. Und wie gesagt, ich habe es Ihnen ja erklärt. Der Gerold Steiner ist ein vollkommen ausgedachter Charakter, der sich auf illegalen Datensammelwebseiten angemeldet hat, die sich nicht an Gesetze halten. Und Ihre Firma hat das aufgekauft. Wenn der Herr Gerold Steiner sich dann bei Gewinnspielen einträgt oder beziehungsweise über die Mailadresse sich bei einem Gewinnspiel oder bei einem Umfrage... Dann kann danach kein Strom anrufen. Nochmal bei Ihnen melden sein. Da kann danach kein Strom anrufen. Das ist dann illegal aufgekauft. Wir haben in Deutschland eine Datenschutzgrundverordnung, die sagt, Sie brauchen ein Double Opt-in. Und ein Double Opt-in funktioniert immer so, dass wenn ich meine Rufnummer irgendwo eintrage, dann ein Automat zwingend auf dieser Rufnummer anrufen muss, der mir einen PIN-Code durchsagt, wahlweise auch SMS bei Handynummer. Und dann muss ich als Kunde diese Nummer eingeben und das für jede einzelne Firma, die mich anrufen darf. Ansonsten nicht. Ansonsten darf keiner anrufen. So funktioniert das deutsche Gesetz. Dann würde ich den Fall auch weiterleiten. Dann werden Sie nochmal anrufen von den Abteilungen, wo wir auch die Erlaubnis dafür haben, ja? Danke nochmal. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Genau, dann kann die Abteilung auch nochmal anrufen, weil dann veröffentlichen wir das gleich noch mit. Ja, super. Genau. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Voldemort, Sigmund? Ja, ist am Apparat. Erwin Schulz ist am Apparat, Herr Sigmund. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Oh, toll. Wie bitte? Toll. Ja, ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie können Ihren Handel beginnen. Ja? Okay, sagen Sie bitte, sind Sie gerade auf unserer Hauptseite oder Sie haben die Seite verloren? Nee, ich habe nichts verloren. Sind Sie gerade auf der Hauptseite oder auf der Werbung? Gar nicht. Okay, mit Handy oder mit Computer? Auch nicht gerade. Entschuldigung, wie können Sie Ihre E-Mail öffnen? Meine E-Mail-Adresse? Ja, genau. Ja, da muss ich meinen Computer erst einschalten. Ja, das ist logisch. Ja. Machen Sie bitte. Ja, das dauert einen Moment. Nehmen Sie Ihre Zeit. Aber gerne. Gerne. Geben Sie Bescheid, wenn Sie drauf sind, ja? Herr Sigmund, haben Sie schon gefunden? Das heißt Herr Voldemort, nicht Herr Sigmund. Bitte? Das heißt Herr Voldemort, nicht Herr Sigmund. Genau. Ja. Trotzdem haben Sie bekommen oder nein? Was denn? Der Link, habe ich Ihnen einen Link geschickt. Ja, da muss ich doch erstmal gucken. Ach so, Sie sind noch nicht auf Ihrer E-Mail. Nee. Oh, okay. Darf ich Ihnen, können Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse einfach buchstabieren?
Was denn? Ihre E-Mail-Adresse können Sie bitte buchstabieren. Warum? Damit ich werde überprüfen, ob ich bei mir richtige E-Mail-Adresse habe. Ich weiß nicht, welche Sie da jetzt drin haben. Ich habe so viele. Okay. Bei mir, ich habe Lori Ori. Ja. Punkt. Hm. Knusprig. Knusprig. At mdcvcesarfan.de. Ja, die funktioniert. Okay, haben Sie den Link bekommen denn? Na, mein Computer fährt noch hoch. Okay. Mhm. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Sie benutzen kein WhatsApp? Ja. Herr Voldemort, wie alt sind Sie? Wieso wollen Sie das wissen? Ist das ein Geheimnis oder was? Ja, das sagt man doch nicht jedem. Damit ich werde auch sicher sein, dass Sie mehr als 18 Jahre alt sind, ja? Ja, ich bin mehr als 18 Jahre alt. Mehr als 18, ja? Mhm. Ach so. Es ist so schwer, ja, Ihre E-Mail-Adresse einfach öffnen. Na, dazu muss doch der Computer fertig hochgefahren sein. Überhaupt haben Sie Computer dabei? Einen Computer kann man doch nicht dabei haben. Sie haben keinen Computer. Doch, ich habe einen Computer. Aber den Computer, den hat man doch nicht dabei. Der ist dafür viel zu schwer, um ihn dabei zu haben. Sind Sie gerade auf Ihrer E-Mail? Nee. Wo sind Sie denn? Was machen Sie überhaupt? Ja, ich sitze an meinem Computer und warte darauf, dass er hochgefahren ist. Na, ich meine, haben Sie mein E-Mail bekommen? Na, das weiß ich doch nicht, wenn der Computer nicht fertig angeschaltet ist. Okay, ich werde in einer Stunde wieder anrufen. Ich glaube, in einer Stunde, Sie werden schon den Link bekommen, ja? Und Ihre Computer auch geöffnet. In einer Stunde ist ungünstig. Ungünstig? Okay, warum? Ja. Wann? Geht also vielleicht halbe Stunde, weil ja? Weil in einer Stunde ist es ja, also noch nicht ganz, also eine Stunde und zwei Minuten, da ist es ja 17.30 Uhr. Und um 17.30 Uhr... da habe ich immer um die gleiche Uhrzeit Stuhlgang. Hm. Da gehe ich immer auf Toilette. Toilette? Ja. Ah, okay. So wichtig. Ja, immer um 17.30 Uhr. Man soll ja alles regelmäßig machen. Es ist schon machen. 29. Es ist schon 29. Ja, aber eine Minute reicht ja dann in einer Stunde nicht mehr zum Telefonieren. Ah, okay. Dann wann kann ich da erreichen? Weiß ich nicht, wir können ja auch warten, bis der Computer hochgefahren ist. Okay, ich versuche mein Glück wieder später. Hm. Ja, vielleicht es geht. Hat geklatscht im Hintergrund. Wie bitte? Hat geklatscht im Hintergrund. Genau. Warum? Meine Kollegin hat Geburtstag. Geburtstag? Genau. Und die kommt jetzt erst zur Arbeit. Wie bitte? Die kommt jetzt erst um 16:30 Uhr zur Arbeit. Genau. Hm. Sehen Sie, wir arbeiten für Sie. Ja. Ja. Unsere Arbeit fragt keine Geburtstag oder so. Hm. Mhm. So, jetzt macht der Computer noch ein Update. Okay, dann ich werde meine Zeit nicht verschwenden. Ja? Ich habe noch einige Kunde und ich muss noch anrufen, ja? Wenn Sie möchten Ihre Zeit einfach verschwenden, machen Sie bitte. Das ist Ihre Entscheidung. Aber ich werde nicht meine Zeit verschwenden. Ich wünsche Ihnen noch einen Tag, ja? Na, aber da kann ich doch nichts dafür, dass mein Computer gerade noch ein Update macht. Ja, deswegen ich sage Ihnen, ich werde Sie später wieder anrufen, okay? Ach so. Mhm. Aber nicht um 17.30 Uhr. Ja, okay. Okay, ciao. Tüdelü. Tschüss. Tschüss, Sikorski. Leider, ich kann nicht auflegen. Deswegen, warum? Bitte machen Sie das selber, ja? Ich weiß, das ist so schwer. Ich will nicht mich lassen, aber trotzdem machen Sie, ja? Ich lege nie zuerst auf, das ist unhöflich. Warum? Da, nein, machen Sie es gerne. Nee, warum können Sie da nicht auflegen? Leider, ich kann nicht. Warum ist der Knopf kaputt? Meine Managerin wird meine Arbeit verlassen, wissen Sie. Das ist nicht so gut. Deswegen, Sie sollen das selber machen.
ich kann nicht auflegen. Dann haben wir aber jetzt ein Problem. Warum? Na, weil ich finde es ja unhöflich, als erstes aufzulegen. Okay, ich kann das gerne jetzt machen, ja? Dann tschüss. Tschüss, Sikorski. Das war's schon mit der Kakerlaken-Party. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Schreib gern noch deine Meinung in die Kommentare. Du siehst jetzt noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos im Angebot auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.